Und als es dann fast vorbei war, sah ich so aus. Ich kann mir das nicht geben, Digga. Peace, Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Vlog. Leute, ich habe mich ganz lange nicht gemeldet. Alles war still auf meinem Kanal. Das letzte, was ihr gesehen habt, war wahrscheinlich der Song von mir. Leute, es ist eine Menge passiert. Der Bus ist in der Werkstatt und konnte nicht repariert werden. AJ und ich haben uns auch leider eine lange Zeit nicht gesehen. Warum, erkläre ich auch noch. Ich war auch viel unterwegs. Ich war in Leipzig und habe einfach mal ein bisschen gechillt. Wenn ich irgendwie nicht chillen konnte und immer irgendwie an das und das denken musste. Leider ist das irgendwie nicht so leicht, keine Ahnung. Ganz unproduktiv war ich nicht, ich habe auch meine Steuern gemacht. Hier ist auch jemand versucht, mich zu scammen, Leute. Ihr wisst ja, dass ich eine eigene Marke habe, Leute, und man muss die halt als Marke eintragen lassen, dass man da einfach abgesichert ist, rechtlich und so weiter, wenn man was verkauft. Das Ganze habe ich aber schon vor Monaten gemacht und da muss man dann halt pro Markeneintragung über 1.000 Euro bezahlen. Und das habe ich halt alles bezahlt und irgendwann kriege ich auf einmal so 3 Briefe für jede Markeneintragung, wo ich dann auf einmal nochmal Geld bezahlen musste, auch wieder genau den Betrag, den ich schon mal bezahlt habe, also über 1.000 Euro pro Markeneintragung. Und ich dachte mir, hä, warum muss ich denn das nochmal bezahlen? Hätte es fast gemacht, aber habe dann nochmal einen Anwalt gefragt und der meinte, das ist einfach Registerbetrug, aber es ist einfach so real, beziehungsweise es ist nicht real, aber es sah einfach so real aus, dass ich dachte, das ist echt. Alle wollen so nur Geld. Leute, AJ ist da. Wen haben wir denn da? Oh, long time no see, man. Lange Zeit nicht gesehen. 2 Wochen, ne? Auf jeden Fall. Was war los, AJ? Hä? Er hat sich einfach nicht mehr gemeldet, Leute. Ja, man braucht mal ein bisschen Abstand, Leute. Ja. Hätte man besser lösen können. Ja, einfach nicht Bescheid sagen, ne? Ja, gut. Aber ich habe schon gesehen, du warst auf irgendwelchen Partys und so. Du hattest Spaß, ne? Auf jeden Fall. Ja, geil, Bruder. Danke fürs Bescheid geben. Okay. Peter kommt später auch. Wir haben ja jetzt lange nicht gevloggt, ne? Es ist sehr ungewohnt. Es ist sehr ungewohnt, ja. Auf jeden Fall. Ich habe auch übrigens jetzt angefangen, mich gesund zu ernähren. Aber doch kein. Ja, for real. Okay, okay. Wir gehen direkt einkaufen und kaufen was Gesundes. Das ist der Sch, Leute. Ingwer schon. Das reicht dann auch wieder. Spaß. Leute, wir hatten gerade den größten Fail. Wir waren an der Kasse und dann habe ich so gemerkt, ich habe mein Portemonnaie vergessen. Aber ich hatte glücklicherweise noch ein bisschen Geld in der Tasche, aber es hat nicht für alles gereicht. Oh, egal, ich kümmere jetzt einen Schmusi und ein bisschen was zu essen. Leute, was Warmes selbst gemacht, mehr oder weniger. Also Peter hat mir das empfohlen, er meint, das ist gesund. Schmeckt auch gesund. Also Smoothies, ne, ich bin so süchtig gerade. Guten Appetit. Leute, Edge und ich haben auf jeden Fall sick gegessen, aber Peter hat gerade geklingelt und Leute, ich hatte einen Allergieschock. Davon habt ihr nichts mitbekommen, weil ich halt keine Videos gemacht habe und ich habe auch Fotos noch von dem Tag, wie ich da aussah und ich wollte halt auf Peter warten, dass er mit drauf reagieren kann und ich erzähle auf jeden Fall, was passiert ist, aber erstmal sagen wir Peter, hallo, let's go. Den hast du auch lange nicht gesehen, ne? Auch, genauso lang wie dich, obwohl... Ja, doch, genauso lang. Wow. Na, Herr Franzose? Was geht ab, Bruder, was geht ab? Junge, neue Cap oder was? Normal. Alles gut bei dir? Bei dir? Ja. Sehr gut. Ich zeig dir was. Wir setzen uns mal hin, okay? Alright. Nimm Platz, ich habe schon alles vorbereitet. Oh, das ist aber sehr nett, Dankeschön. Sogar Wasser. Ja, normal. Sehr gut, Dankeschön. Kein Ding. Trinkt einfach direkt mal Wasser. So einer ist das. Kommt hier rein, direkt erstmal essen und trinken, ne? Ja, ja. Okay, Peter, ich hatte einen Allergieschock. Du weißt, ich habe so eine Pollenallergie, ne? Ja. Und auch gegen blühendes Gras und ich weiß gar nicht, ob es daran lag am Ende. Jedenfalls, ich war so den einen Tag skaten. Ich zeig dir jetzt mal die Bilder. Ihr seht die später. Ich muss erstmal raussehen, was passiert ist da. Ich stelle mir das ganz eklig vor, was jetzt kommt, Digga. Allergieschock okay. Alleine hört sich schon schlimm an. Okay, da war ich noch am Skatepark. Da sah ja noch mein Auge relativ normal aus. Da, ja, es geht. Ne, keine Ahnung. Dann war ich so duschen. Hat so... Digga, du bist ein Zombie! Digga, du siehst aus wie ein Zombie! Digga, was? Junge, okay. Das war dann schon sehr schlimm, so, ne? Und als es dann fast vorbei war, sah ich so aus. Ich kann mir das nicht geben, Digga. Digga, bist du zum Arzt gegangen danach oder so? Okay, ich hau raus, was passiert ist. Also, ich war so hier, hab so mit meiner Mom gegessen, einen nice Nudelauflauf und noch ein paar Himbeeren gesnackt und dann bin ich skaten gegangen, ne? Ich fahre so und auf einmal fängt irgendwann so mein Auge an zu jucken und dann dachte ich mir, boah, voll nervig, Alter, aber es ging noch klar.
Ich bin weitergeskatet und irgendwann bin ich dann halt nach Hause und auf dem Weg habe ich so angefangen zu niesen. So einmal, zweimal, dreimal, viermal und dann so alle paar Sekunden und ich hatte mich voll nicht mehr richtig unter Kontrolle. Dann bin ich direkt hier in die Wohnung, habe auch meiner Mom gesagt, dass die Allergie... Ich habe meiner Mom gesagt, dass die Allergie gerade richtig reinschaut und bin ich duschen gegangen, habe halt meine Kleidung ausgezogen, wo halt vielleicht irgendwas hätte sein können, ne, so. Ja. Ist ja immer gut, wenn man sich dann duscht und so weiter. Ja, dann habe ich halt geduscht und so, aber es ist nicht besser geworden. Und meine Augen waren dann auf einmal so, Digga, das sieht nicht mehr zu benutzen. Das sah so eklig aus. Ich habe alles auch so voll verschwommen gesehen, weil die halt voll angeschwollen waren und da voll viel Tränen rumgeflossen sind. Und dann meinte meine Mom, okay, Alter, wir müssen jetzt irgendwo hin, ne, so in die Notapotheke. Weil ich brauche halt irgendein Zeug, ne, dass das weg ist. Ja, ja. Dann fahren wir dahin. Die hat einfach geschlossen, obwohl im LKW. Wir wollten halt zur Apotheke fahren, die hatte geschlossen, obwohl im Internet stand, die hätte geöffnet. Dann sind wir zur nächsten gefahren und dann meinten die so, nee, das ist verschreibungspflichtig, bla bla bla. Und es war halt schon so übertrieben. War es schon da, wie eben gerade auf den Bildern? Ja, ja. Ich habe mich schon so hart überall gejuckt. Ich konnte nicht mehr richtig atmen, weil das hat sich hier alles voll verkrampft. Und ich saß dann so im Auto so... Digga, sowas ist doch auch lebensgefährlich. Ja, also es ist absolut lebensgefährlich gewesen. Und dann wollte die uns da nichts geben. Aber ihr müsst wissen, meine Mom ist der Tierärztin und hatte noch so einen Ausweis. Und dadurch kann die das einfach kriegen. Aber sonst hätte ich noch in die Klinik gemusst, richtig daneben. Ne, die ist ja direkt neben dem... Ja. Ja, und dann habe ich halt dieses Zeug bekommen. Und dann musste ich erstmal so, ne, so... machen und ein paar Pillen einschmeißen. Digga, und es war so krank. Ich habe mich wirklich so ultra hart gejuckt. Ich saß so im Auto. Aber hast du auch Ausschlag und so oder hat das nur gejuckt? Also, es hat überall gejuckt. Schmerzen und Juckreiz und Ausschlag und Schmerzen. Selbst meine Ohren. Überall, Alter. Es war einfach so weird. Digga, was? Ey, ich komme aber auf die Bilder auch noch nicht klar. Das sieht so krank aus. Okay, Leute, ihr wollt ja auch safe sehen, wie das Ganze aussah. Erstmal, wie es aussah, als ich vom Skatepark losgefahren bin. Da war noch alles so relativ normal. So, das rechte Auge sieht ein bisschen verkrüppelt aus, aber es ging noch. Das kann ich euch echt nicht zeigen. Das sieht schon ein bisschen too much aus. Digga, FSK 18. Dann gab es noch ein Bild, das seht ihr leider jetzt verpixelt. Das war nach dem Duschen. Diese Bilder sehen, Digga, das sieht echt... Also wirklich, unfassbar. Dann, das nächste Bild ist im Auto mit meiner Mom, wo wir gerade losgefahren sind von zu Hause. Da seht ihr, boah, die Augen sehen schon ein bisschen zermatscht aus. Jetzt seht ihr nochmal ein Bild, wo ich dann am Ende endlich eine Apotheke gefunden habe, die geöffnet hat. Da brauche ich auch nicht viel zu sagen, ne? Ich sehe langsam echt aus wie ein Zombie, ne? Ist ein Zombie auf dem Bild. Das sieht so schlimm aus. Auch die Augen, Digga, das ist einfach... So, und dann war ich irgendwann wieder zu Hause und dann sah das Ganze so aus. Dann habe ich auch extra noch am nächsten Morgen ein Video gemacht, weil meine Augen sahen immer noch voll lost aus. Ich hab den Stuff genommen. Gucken, ob es besser wird. Das ist krass, ne? Vor allem, die sind so richtig, also ab hier sind die einfach so richtig angeschwollen. Ja, Mann. Ja, Leute. Und dann bin ich auch nach Leipzig gefahren. Und da hatte ich dann immer noch so voll rote Stellen unter den Augen. Als hätte ich so die Ultra-Augenringe. Aber es sind keine Augenringe. Es war nur anderer Drip-Schmuck. Ja, das war die Story. Ich habe extra auf Peter gewartet. Ich habe es ihm extra nicht erzählt. Ne? Alter, das ist wirklich schon mal richtig eklig. Ja. Wie lang ging das? Das ging lang. Also ich... Boah. Also du warst im Skatepark und danach hat es ja angefangen, also... Ja, und dann. Das hat sich schon über 2 Stunden fast gezogen. Oder ich habe das Zeitgefühl verloren, aber ich glaube, das war schon echt eine lange Zeit. Ey, auch dieses Niesen, es ging nicht. Wo? Einer nach dem anderen und dann überall so gleichzeitig voll... Dieses... Juckreiz! Ich habe hier an der Hand gerade... Kann man das sehen? Keine Ahnung, ich habe tausende Mückenstiche gefühlt an der Hand, ne? Ja, Digga, und das ist schon ekliges Jucken. Aber wenn du das am ganzen Körper dann hast... Boah. Das war so ein Moment, da dachte ich mir, boah, ich glaub, boah, stressig. Ich glaube, ich hätte Todesangst bekommen. Also wenn ja, ich hätte auch ein bisschen Angst hätte. Am Ende, weil dann hat die Apotheke geschlossen. Ich dachte mir, jo, es wird immer schlimmer. Schaut uns an meine Mom, die mich dann noch gerettet hat. Kannst du jetzt wieder aufstehen, Peter? Danke, Bruder, danke. Für die Erlaubnis, dass ich aufstehen darf. Boah, geil, Alter. Nachher massiere ich mich erstmal. Du meinst, ich massiere dich? Ja, darfst du gerne machen. Mhm. Wenn du willst. Dieses. Mhm. AJ findet ja, dass es dann direkt. Ich wollte gerade sagen, was habt ihr hier veranstaltet, als ich weg war? Vor allem, das Ding sieht halt auch. Sieht schon ein bisschen. Bro, so du hast das auch schon benutzt. Hä? Du tust so. Ach. Er hatte das auch mal in der Hand. Und dann. Ja, nein, ich meine, er hat sich auch damit massiert. Ja, glaube ich. Ja, Mann, Leute.
das war die Story und ja, mehr gibt es auch nicht zu erzählen. Also es war krass. Das war aber auch ein weiterer Vlog erstmal, Leute. Morgen geht's wieder in voller Action weiter. Wir kommen langsam wieder rein ins Vlog-Game. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Schaut bei Peter vorbei. AJ ist in der Beschreibung. Ich auch. Tschüss, peace.